Radarbound Software. A game by Jordan McNair. Prince of Persia. In the Sultan's absence, the Grand Vizier Jafar rules with the iron fist of tyranny. Only one obstacle remains between Jafar and the throne, the Sultan's beautiful young daughter. Oh nein. Was war das? Er hat eine Uhr hergezaubert und die ist nicht für den Pizzaboten. Marry Jafar, or die within the hour. All the princess's hopes now rest on the brave youth she loves. Little does she know that he's already a prisoner in Jafar's dungeon. Tja, und damit Hallihallöchen und herzlich willkommen zu meinem zweiten Let's Play-Projekt Prince of Persia, ein DOS-Game. Und das ist der Prinz, der hier hängt. Der ist ganz lustig. Oh, scheiße, der fällt von selber runter nach einer Zeit. Das wusste ich auch nicht. Der Prinz lehrt mich täglich neue Dinge. Wir kennen uns besonders gut. Wir sehen auch in etwa gleich aus. Also, bis auf die Tatsache, dass ich nicht dauernd barfuß in einem Gemäuer rumlaufe. Huch! Ja, und ihr habt schon die ersten Funktionsweisen in diesem Spiel hier gesehen. Hier gibt es irgendwelche Stacheln. Es sind Messer. Ich werde sie immer Stacheln nennen, weil ich sie als Kind Stacheln nannte. Und jetzt wird das auch so sein. Und mit diesen Bodenplatten können wir... Aber nicht mit jeder Bodenplatte können wir auch Türen öffnen. Oder solche Gitter. Aber es sind Türen. Der Prinz hat also die ehrenvolle Aufgabe, die Prinzessin zu retten. Das ist so ein bisschen Super Mario-Ding. Über diese Bodenplatte bin ich drüber gehüpft, denn ihr könnt sehen, die sieht ein bisschen anders aus als die anderen. Das ist eine Zumach-Bodenplatte. Eigentlich könnte ich es euch mal zeigen. Da habt ihr gleich zwei Sachen gesehen. Sowohl eine die Tür verschließende Bodenplatte als auch so eine herunterfallende Bodenplatte. Also der Sultan, nee, der Jafar, dem gehört das Ding. Der Jafar hat schon ganz wow, eigenen Geschmack, was seinen Kerker angeht. Und wir haben ein Schwert gefunden. Nun, das stecken wir erstmal ein. Das Skelett wird's, denke ich, nicht vermissen. Behaupte ich mal. Ich hoffe, es ist uns nicht böse. Aber ich glaube nicht. Also, Super Mario, Aladdin, wie auch immer man das Prinzip nennen möchte. Huch. Das ist sozusagen die Aufgabe. Und das Besondere ist, ich habe hier 60 Minuten Zeit für dieses Spiel. Ich kann es hier auch einblenden. Jetzt sind es noch 59, weil ich so viel gelabert habe. Es ist so, wenn ich es nicht schaffen sollte in der Zeit, dann ist das Spiel einfach aus. Dann habe ich verloren. Also so ein klassisches Game Over. Aber wir tun natürlich unser Bestes, um mit dem Prinzen da die Prinzessin auch zu retten. Es gebührt einfach der Ehre. Das ist unser erster Wächtermann. Und ich kann hier diesen Wächter auch töten mit unserem neu erlangten Schwert. Es gibt allerdings auch eine Möglichkeit, diesen Level zu lösen ohne das Schwert. Aber, huch, na, du solltest da eigentlich nicht hoch. Das ist mein Special Move. Naja, es gibt auch eine Möglichkeit, den Wächter ohne Schwert zu töten. Das seht ihr aber vielleicht in späteren Videos zu diesem Spiel noch. Da möchte ich mal nicht so viel verraten. Warum eigentlich nicht? Ich verrat's doch. In der Zwischenzeit können wir hier die Prinzessin betrachten, wie sie die Sanduhr betrachtet, die da langsam aber sicher anzeigt, dass wir uns ein bisschen verspäten. Sie hofft natürlich, dass wir rechtzeitig da sind. Und das ist Level 2. Wir sind also relativ schnell durch den ersten Level durch. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich das Spiel gut kenne. Hurra!
Ich erkläre euch noch die ganzen Funktionsweisen, wie alles so klappt. Aber damit möchte ich noch ein bisschen warten, denn ich habe hier noch eine Menge zu erklären. Und wir sind hier elegant über die Stacheln gehüpft, die eigentlich Messer sind, die ich aber als Stacheln bezeichne. Ich möchte dieses Spiel jetzt erstmal ganz normal und ohne irgendeinen Zeitdruck, bei 60 Minuten, ohne irgendeinen Zeitdruck durchspielen. Scheiße, da haben wir unseren ersten Treffer kassiert. Also ihr seht, auch das ist möglich. Aber wir können auch blocken, das habt ihr jetzt auch gesehen. Ja, so nach und nach führe ich euch hier in dieses Spiel ein. Und das heißt, ich möchte jetzt dieses Spiel so locker durchspielen als, ich habe mir gedacht, das nennt sich vielleicht am besten Exploring the Game. Also ich erkunde mit euch zusammen, ich erkunde es nicht vollständig. Oh, was ist denn das? Oh nein! Und wir haben Schaden bekommen und wir haben uns gleichzeitig das Tor verschlossen. Das war eigentlich nicht das, was ich tun wollte. Egal, wir sind halb tot, also wir sind eigentlich zu zwei Dritteln tot und da ist der nächste Wächter. Das wird also ganz schön eng für uns. Aber ihr habt gesehen, dieser kleine blaue Trank, der macht uns einfach, böse wie er ist, Schaden. Ja. Wir versuchen das natürlich irgendwie wieder auszugleichen. Hier gehe ich nach oben. Denn hier gibt es ein ganz besonderes Versteck, das ich euch zeigen möchte. Nämlich ein großer roter Trank. Ich finde es schön, dass ich vergessen habe, die kleinen roten Tränke einzuführen, die natürlich einfach ein Leben wiederherstellen. Und der große rote Trank, der stellt nicht nur mehrere Leben wieder her, sondern er ist auch in der Lage, uns ein zusätzliches Leben zu verleihen. Und genau davon profitieren wir jetzt, indem wir den Prinzen einfach ein bisschen gestärkt in den Kampf schicken. Also ist quasi so ein Himbeerkracherl extra stark oder so. So eine 2-Liter-Flasche halt. Das ist eher untypisch. So, hier könnte ich nach oben, weiter nach oben gehen. Das zeige ich euch hier. Da ist schon der Ausgang. Hier gehe ich aber nicht lang. Ich gehe hier lang. Hier gibt es einen Geheimpfad. Wow! Also wir können jederzeit an die Decke springen und irgendwelche geheimen Türen, Türen sind es wohl eher weniger, aber Wege finden. Wir müssen aber aufpassen, dass uns das Ding dann nicht auf den Kopf fällt. Oh nein, wir sterben jetzt! Wir fangen den Level nochmal von vorne an. Vielleicht mache ich es diesmal ein bisschen schneller und besser. Ihr fragt euch, wieso wusste ich jetzt vorher, dass wir sterben? Nun, relativ einfache Antwort. Man muss hier bei diesem Spiel ein bisschen früher reagieren, als man es gewohnt ist. Also die alten DOS-Games sind ja manchmal so, dass man einfach so eine halbe Sekunde, würde ich sagen, vorher reagieren muss, bevor dann die Aktion eintritt. Daran muss man sich einfach gewöhnen. Wer das früher in seiner Kindheit gespielt hat, der wird das auch wissen und damit keine Probleme haben. Nun, ich habe jetzt gemerkt, dass wir einfach zu wenig... das war richtig gut. Eigentlich bin ich nicht schlecht in dem Spiel. Ich frage mich, das ist jetzt der Erfolgsdruck, weil wir gerade gestorben sind. ich habe jetzt gemerkt, dass wir einfach zu wenig Weg nach hinten gemacht haben. Sprich, wir haben zu wenig Anlauf genommen. Ich habe gemerkt, dass irgendwie der Prinz einfach nicht weit genug gerannt ist. Und das bedeutet, ich habe gewusst, okay, wenn ich jetzt loslaufe, dann werde ich sterben. Da ich die Taste aber schon gedrückt hatte und gewusst habe, das Spiel wird reagieren, zwar etwas später, aber es wird reagieren und ich kann es nicht mehr verhindern, war mir natürlich klar, dass ich jetzt jämmerlich verrecke. Das ist sehr schade, aber da kann man nun mal nichts machen. Aber ihr seht wenigstens auch schon den ersten Tod. Ich wollte eigentlich was ganz anderes erklären, aber ich komme nicht dazu. Ich werde... ich weiß nicht mehr genau, wo ich den Abschnitt, den Gedankenabschnitt da beendet hatte. Aber... es wird schon passen. Also ich will Exploring the Game machen, das heißt, ich zeige es euch mehr oder weniger, das Spiel, also die wichtigsten Dinge, auch diese Verstecke von den großen Tränken, die ich im Normalfall jetzt nicht unbedingt immer nehme, aber damit ihr auch das mal seht. Und anschließend, vielleicht nicht direkt anschließend, aber relativ bald anschließend, möchte ich so ein Hardcore-Challenges machen, das heißt, ich versuche dieses Spiel einfach so schnell wie möglich durchzuspielen, ohne zu sterben am besten, aber vielleicht gelingt mir das nicht immer. So viel Anlauf brauchen wir nämlich. Das war die Bodenplatte für den Ausgang. Hier würde der Anlauf gar nicht reichen,
Da müssen wir es so machen und uns hier festhalten. So. Also ich möchte dann Hardcore-Challenges anschließen. Hurra! Level 2 beendet. Da werden wahrscheinlich immer wieder Hardcore-Challenges kommen. Das sind auch solche Aufgaben dann, wo ich keinen einzigen dieser großen Tränke nehmen werde. Es wird noch mehrere geben, ihr werdet sehen. Aber, naja. Wie auch immer, so habe ich mir das zurechtgelegt. Wir haben schon 7 Minuten gebraucht. Normalerweise brauche ich für die ersten Levels 3 Minuten, aber da habe ich ja meistens auch den zweiten Level nicht zweimal spielen müssen. So. Ach, übrigens eine Kleinigkeit, die ich euch zeigen kann. Mit Steuerung G kann ich ab Level 3 speichern. Das steht hier unten jetzt auch eingeblendet. Vorher ging das nicht. Das heißt, ich hätte nicht mal in Level 2 speichern können. Und man kann nur am Level Anfang speichern. Also, wenn man da mitten drinnen irgendwo ausscheidet, dann hat man ein Problem. Wir hüpfen hier Blindjump-mäßig ein bisschen weiter. Oh, Mist. Ja, da habe ich immer ein Problem, da muss ich immer genau treffen. Sonst falle ich hier am Ende hinten runter. Hier ist das Timing wieder wichtig. Wow! Tja, das sind sogenannte Sensen, oder es sind keine Sensen, aber es ist genauso böse. Ich bin da hier todesmutig einfach mal hindurchgesprungen. Boah, das war richtig mutig, das mache ich normalerweise nie. Ich mache es eigentlich immer, egal. Hier muss ich ein bisschen vorsichtig sein, denn ich falle hier gerne mal nach unten. Ich weiß nicht, ob ich einen Schritt zu weit gegangen bin. Ich hoffe nicht. Nein, das hat gepasst. Mann, ich bin ein bisschen zu langsam dran gerade, aber das macht nichts. Das kriegen wir schon hin. Wir haben hier eine Bodenplatte betätigt und die ist für diese Tür. Und da müssen wir uns dringend festhalten. Das war meine Hassstelle als Kind. Die habe ich richtig böse gefunden. Ah, soweit hätten wir es mal geschafft. Man kann sich hier auch ganz langsam und vorsichtig durchschleichen, aber naja, da bin ich nicht so Fan von. Hin und wieder werde ich es brauchen. Das haben wir perfekt getroffen. Wir sehen, hier unten ist der Ausgang aufgegangen. Und ich werde euch jetzt dann langsam mal erklären, wie die Funktionsweise des Spiels überhaupt ist. Ich wusste von vornherein, dass das ganz schön blöd sein wird, von der Reihenfolge her, aber naja. Oh nein, ein Skelett! Das können wir bekämpfen. Oder wir gehen hier einfach einen Schritt nach hinten und lassen uns fallen. Wenn man rechtzeitig über dieses Skelett drüber springt, dann muss man nicht gegen das Skelett kämpfen. Ich hätte aber gegen das Skelett kämpfen sollen, um euch das Skelett zu zeigen. Jetzt ist es aber dafür zu spät und ich muss mich dafür entschuldigen. Ich bin bei dem Spiel manchmal ein bisschen übereifrig, sagen wir es mal so. Das Skelett ist unsterblich, wir haben nur die Möglichkeit, es hinunterzuwerfen. Und dann wird es uns unten nochmal attackieren, bevor wir es in eine endgültig niemals endende Grube stoßen können. Die Prinzessin wartet verzweifelt, sie liegt mittlerweile schon, also es dauert ihr nun recht lange, obwohl sie gerade mal 10 Minuten wartet. Obwohl 10 Minuten hier schon relativ lange ist für diesen Abschnitt des Spiels. Wir speichern wieder mal und sind gelandet in Level 4. Und ihr habt bemerkt, dass die Szenerie hat sich ein bisschen verändert. Wir sind jetzt in den Wohnräumen. Wow! In den Wohnräumen oder wie auch immer von Jafar gelandet. Und nicht mehr im Kerker. So, wir lassen die Bodenplatte hier hinunterfallen. Die aktiviert hier etwas ganz Besonderes, nämlich eine Tür. Und wir haben hier einen weiteren ganz großartigen Trank, der unser Leben auf mittlerweile bereits 6 Dreiecke erhöht. Ja, das wird in Dreiecken gerechnet hier. So, hier müssen wir mal wieder kurz warten, bis hier aufgeht. Ist aber für uns kein Stress, obwohl wir es durchaus relativ stressig haben hier in diesem Spiel. Naja, eigentlich nicht. Ha. Ich wollte euch eigentlich langsam die Funktionsweise erklären, nicht wahr? Ja, das machen wir jetzt. Also, wir bewegen uns ganz normal mit den Pfeiltasten. Das heißt, links und rechts ist halt links und rechts. Nach unten können wir auch. Nach unten bedeutet ducken. Das heißt sowas. Ich weiß nicht, ob wir das noch brauchen werden. Und springen können wir, indem wir die Taste nach oben und eine Richtungstaste verwenden.
Das Schwert wird automatisch gezogen, mit der Shift-Taste schlagen wir zu und mit der Taste nach oben blocken wir. Man muss aber relativ zügig damit sein. Man kann auch hier so einen Überhandschwung machen, wie ich ihn gerade gemacht habe. Das heißt, man drückt zuerst die Blockentaste und direkt danach die Schlagtaste. Das ist ziemlich cool. Man muss mit dem Blocken und auch mit dem Schlagen immer relativ zügig sein, denn, wie gesagt, das Spiel reagiert ein bisschen später, als ihr es vielleicht von aktuellen Spielen gewohnt seid. So ist das halt bei den DOS-Games. War schon immer so. Oh nein, ein Spiegelchen. Ja, es ist ein Spiegel, in der Tat. Wir können uns drin spiegeln, wir können aber nicht hindurch. Das Schwert können wir auch nicht ziehen. Wir merken, dass wir einen kleinen, aber feinen Bierbauch haben, also mit Sixpack ist beim Prinzen nichts. Ja, naja, wie gesagt, ich sag ja, ich bin dem Prinzen sehr ähnlich. Nein. Der Trick ist, wir holen ein bisschen Anlauf und springen hier einfach durch. Der Schatten des Prinzen hat sich hier verabschiedet. Der ist in die andere Richtung gelaufen, warum auch immer. Wir haben ein ungutes Gefühl und unsere Lebensanzeige ist bis auf ein Dreieck gesunken. Und die Endmusik ist ein kleines bisschen anders. Könnte das verdächtig sein? Oh ja, allerdings. Level 5 mit schönen modischen Säulen. Wir speichern wieder und machen uns auf durch den Level. Wow, eine Doppelkombination des Wächters. Man kann übrigens die ganzen Wächter auch ohne gegen sie zu kämpfen besiegen, indem man mit ihnen Platz tauscht. Das ist auch eine Möglichkeit. Man muss sich einfach so lange auf ihn zubewegen und halt gegebenenfalls immer blocken, wenn er nach einem schlägt, bis man den Platz mit ihm getauscht hat und dann kann man ihn unter Umständen in eine Grube schmeißen, so wie wir es gerade mit diesem violetten Mann gemacht haben. Wir gehen dieses Mal in diese Richtung, das ist nicht der eigentliche Weg, aber auch hier birgt sich ein Geheimnis, das ich euch zeigen möchte. Oh. Ah, da oben steht nämlich ein ganz besonderer Trank, aber der olle Schatten hat uns den einfach weggeschnappt und jetzt ist der Schatten verschwunden. So ein Mist. Ja, der böse Schatten ist einfach weg. Er hat uns den Trank weggenommen. Huch, ja, das war ein bisschen zu weit gehüpft. Da wollte ich mich eigentlich direkt hier festhalten. So, aber na, da kann man nichts machen. Ja, diesen Trank kann man einfach nicht bekommen, deswegen in der Hardcore-Challenge würde ich diesen Weg ohnehin auslassen, nicht nur, weil ich keine Tränke nehme, sondern weil es in diesem Fall auch keinen Sinn hat. Und diesen Wächtermann lassen wir einfach schleunigst aus, indem wir hier drüber hüpfen. Ganz flott und ganz schön. Allerdings steht uns gleich der Nächste gegenüber. Wir haben aber Glück, dass der andere uns nicht verfolgt. Also können wir in Ruhe gegen diesen Zitronenmann kämpfen. Der allerdings schon ein bisschen Fäulnis angesetzt hat, wenn ich mir seine violette Kappe so ansehe. Hier hüpfen wir elegant drüber. Ups, jetzt bin ich nochmal gehüpft. Okay, das ist ein Problem. Wir haben noch Glück gehabt, dass wir gerade unsere Waffe gezogen haben. Oh nein! Wir haben es überlebt. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es hier einen Weg gibt. Jetzt merkt ihr, wie man schleichen kann. Sind hier schön durchgehüpft. Man kann schleichen, indem man die Shift-Taste gedrückt hält und dann einfach die entsprechende Bewegungstaste drückt. Dann funktioniert das. Hier drücken wir die Taste nach oben, um zu hüpfen. Und wir könnten uns auch festhalten, wenn wir einfach nur die Shift-Taste drücken. Dann können wir uns an so einer Kante festhalten. Wir können dann auch wieder loslassen. So, hier ist allerdings zu. Wir haben ganz schön viele Leben verloren, nämlich 2 Stück durch den Sturz. Wir könnten hier diesen Wächter einfach auslassen, aber ich bin jetzt sauer auf ihn. Er wollte uns in diese, beziehungsweise er hat uns in diese Grube geschlagen. Jetzt möchte ich mich gerne bei ihm revanchieren. Das ist doch Ehrensache. Und wir haben ihn allerdings so getötet. Der Vorteil ist, er ist auf der Bodenplatte gelandet. Das heißt, die Tür bleibt nun ewig offen. Und wir haben es interessanterweise noch geschafft. Ganz kurios. Ich finde es schön, dass dieses Let's Play hier so komplett ungeplant läuft. Also so hatte ich das mit Sicherheit nicht vor. Normalerweise besiege ich den Typen eigentlich ohne Lebenspunkteverlust, aber vielleicht ist das ganz gut, dieses Exploring the Game, um wieder mal reinzukommen. Wieder dürfen wir der Prinzessin zusehen, wie sie auf die Sanduhr starrt und wartet. Wir sind relativ weit mittlerweile schon gekommen. Wir sind nach wie vor in den Gemächern, in Level 6 bereits.
und haben noch genügend Zeit übrig, also keine Sorge. Hier tauchen wieder Messer oder Stacheln aus dem Boden aus. Wir können das entweder so lösen, indem wir einfach bremsen oder uns anschleichen an die Stacheln. So. Oha. Du hast ein bisschen zu viel Torte gegessen, würde ich sagen. Der ist gar nicht so einfach zu bekämpfen. Da brauchen wir regelmäßig unsere Blocktaste. Wir könnten auch hier uns entscheiden, nicht gegen ihn zu kämpfen und einfach mit ihm Platz zu tauschen, aber es geht auch so. Okay, ich habe diesen Wächter jetzt viel einfacher besiegt als gedacht. Er ist übrigens quer, hat er sich hingelegt, weil kein Platz für ihn war. Und habt ihr das gesehen? Wir sind prompt in Level 7 gestürzt. Speichern hier mal kurz. Ja, der ganz nette Mann, der Schatten, das war unser Schatten, der hat verhindert, dass wir hier in diesem Level bleiben, in dem Level 6. Und wir haben den Level 6 einfach verlassen, indem wir aus ihm rausgefallen sind in den Level 7. Der Schatten ist schon eine ganz fiese Nummer. Der möchte uns aus irgendeinem Grund einfach nicht die Prinzessin lieben sehen. Ich weiß nicht genau, was das Motiv des Schattens ist. Oh, toll, jetzt habe ich mich nicht mal mehr rechtzeitig ducken können. Tolle Sache. Ah, das war ein bisschen knapp. Das war ein bisschen sehr knapp, würde ich sagen. Arr, en garde. Ich finde diesen Übergang von Level 6 auf Level 7 relativ cool. Das ist ein Ausnahmelevel praktisch. Oh, ups. Jetzt bin ich ein bisschen zu spät abgehüpft, aber wenigstens kriegen wir deswegen eine Gratisflasche. Auch das ist nett. Ich mache mir eigentlich nichts aus diesem Zusatzleben, denn ich kann das Spiel eigentlich locker ohne dem durchspielen. Aber nun ja, wir machen es einfach mal. So. Wenn wir hier die Shift-Taste gedrückt halten, dann lässt er sich hier nicht fallen, sondern hängt sich hier an diesen Rand fest. Hält sich hier an diesem Rand fest, so. Oh ja. Hier können wir einfach so durchgehen oder wir laufen und bremsen rechtzeitig. Das hatte ich schon erwähnt. Hier machen wir wieder einen Blind-Jump. Hurra! Und dann machen wir noch einen Jump und halten uns wieder fest mit der Shift-Taste. Das kennen wir schon. Denn hier gibt es einen ganz besonderen Trank. Oh, ich bin ein bisschen zu weit gelaufen, aber das macht dem Prinzen nichts. Wunderbar. Mittlerweile haben wir bereits 7 Leben. Bisher haben wir auch, glaube ich, keinen Trank vergessen. Es wäre ziemlich doof, wenn wir das hätten. Aber nein, das haben wir nicht. Hier jumpen wir einfach mal zurück. Und jetzt sind wir wieder da, wo wir waren. Wir hätten theoretisch auch den mittleren Weg nehmen können. Das heißt, das ist der Weg, auf dessen Ebene wir jetzt kommen. Wir haben uns aber für den unteren Weg entschieden, weil wir diese große Lebensenergieflasche haben wollten. Hier gilt's rechtzeitig zu schlagen, sonst schmeißt einen der Wächter nach unten. Wir sollten auch ein bisschen Boden gut machen. Haben wir aber ganz gut hingekriegt, würde ich sagen. Ups. Die Sensen machen uns schon lange keine Angst mehr. Gut, mir machen sie auf jeden Fall schon lange keine Angst mehr. Ich habe diese Sensen früher gehasst wie die Pest. Oha. Ein grüner Trank, das ist was Neues. Was könnte er wohl bewirken? Oh, wir schweben! Ja, wir werden andererseits tot, denn der Abstand bzw. die Höhe, aus der wir hier fallen würden, die würde ausreichen, um den Prinzen zu zerquetschen. Oder wie man auf Österreichisch sagen würde, zu zergatschen. Glücklicherweise haben wir diesen Schwebetrank gefunden, der uns wie im Traum hier einfach heruntersegeln lässt. Die Prinzessin hat sich mittlerweile Freunde geholt, ihr ist nämlich echt langweilig geworden, weil wir so lange brauchen. Sie schickt aber die Maus offensichtlich gleich wieder weg. Was es mit der weißen Maus auf sich hat, das werden wir hoffentlich bald erfahren. Sie ist ja nicht umsonst in der Zwischensequenz. Wir haben noch 40 Minuten. Ich bin also ein bisschen langsamer als sonst, aber das ist klar, ich mache Exploring the Game. Und da haben wir einen ganz netten Mann, der ist nämlich passiv, der macht gar nichts. Es sei denn, wir kommen ihm nah genug. Das heißt, wir blocken und schlagen. Dieses Prozedere können wir so lange durchführen, bis wir ihn... bis wir übersehen, dass er einen Konter fährt oder irgendwie selber einfach dumm sind.
Prinzeleinchen, kämpf, ich kenne dich doch. Oh Gott, was ist denn los? Also hätte ich nur 3 Leben, wäre ich schon tot, ne? Nun ist aber er tot. Ich mache mir nichts aus Lebenstränken. Ihr werdet es verstehen, wenn ich den nicht nehme. Oh, Schockmoment. Der musste sein. Da ist der Ausgang. Allerdings nützt uns das herzlich wenig, wenn er verschlossen ist. Wir können hier ein bisschen nach oben sehen und stellen fest, da warten schon einige Gesellen auf uns. Und immer mal wieder Stacheln, über die wir ganz locker flockig drüber springen. Und ein Grüner, der wohl auch nicht so wirklich daran interessiert ist, uns durchzulassen, ja, offensichtlich. Ich muss wieder ein bisschen üben, wie das mit dem Kämpfen funktioniert. Ich habe jetzt ungefähr, okay, ich hatte jetzt auf Blocken gedrückt, aber offensichtlich nicht stark oder präzise genug, sodass das Spiel es nicht verstanden hat. Damit muss man rechnen, dass manchmal ein Tastendruck nicht funktioniert. Okay, ich habe jetzt echt schon viele Leben verloren. Ich möchte an dieser Stelle mich entschuldigen dafür, dass ich einen Trank nehme. Es wird euch nicht stören, aber ich habe nur ungefähr ein halbes Jahr das Spiel nicht gespielt. Ich muss mich wieder dran gewöhnen, es hilft nichts. So, hier ist der nächste Mann. Wieder grün. Als ob wir nicht schon genug negative Erfahrungen mit dem Grünzeug gemacht haben. Der Prinz ist garantiert kein Vegetarier. Sieht man ja an seinen roten Lebensbalken. Der steht auf Fleisch. Rotes Fleisch entsprechend seiner Lebensbalken, weißes Fleisch entsprechend dem Nachthemd, das er trägt. Uah, da müssen wir schnell reagieren, sonst haben wir das Schwert in der Fresse. Es wäre mir lieb, wenn du genau auf der Bodenplatte stirbst. Wow. Jetzt können wir hier locker flockig drüber latschen. Hier müssen wir auch rechtzeitig springen, sonst geht das gar nicht gut. Ich möchte den am liebsten töten, bevor er auf diese Bodenplatte da hinten tritt. Sonst müssen wir nämlich die Tür nochmal öffnen. Okay. Oh nein. Das ist gut gegangen. Hier müssen wir aber aufpassen. Okay, kein Problem. Und wir rennen zurück zum... Oh, wir wollten doch zum Ausgang. Hallo? Ist hier vielleicht eine versteckte Platte in der... Nein, die Maus! Die Maus. Das ist die Geschichte der kleinen Maus. Deswegen hat die Prinzessin die Maus losgeschickt. Ich bin hier schon oft gestorben, deswegen war es mir ein Bedürfnis, hier nicht zu springen. Ich habe es immer geschafft, hier hineinzuspringen. Man kann übrigens das Level auch ganz ohne die Maus schaffen. Da gibt es eine Lösung. Allerdings wollte ich euch die Maus jetzt zeigen, deswegen habe ich das nicht probiert. Außerdem ist die Sterblichkeitsrate dabei ziemlich hoch. Deswegen, das wollte ich jetzt auch nicht riskieren. Das können wir dann in der Hardcore-Challenge probieren, wenn es drauf ankommt. Die Maus holt sich von der Prinzessin ihre verdiente Belohnung ab. Und wir haben uns in Level 9 festgesetzt. 36 Minuten sind noch übrig geblieben. Hopp. Also eigentlich noch immer kein Problem, noch über die Hälfte der Zeit. Es wäre natürlich wichtig zu wissen, wie viele Levels es gibt. Ich weiß, wie viele, ich werde es euch allerdings nicht verraten. Oh, der hat uns erstmal verfehlt. Ich bin ein bisschen zu spät abgesprungen. Okay, jetzt hat die Maus, wollte ich schon sagen, ist wie bei Overlord, wollte ich sagen, die Maus hat nicht reagiert. Nein, hier haben die Tasten nicht reagiert. Manchmal ist das ganz lästig. Du weißt, dass du jetzt eigentlich einen Block gedrückt hast und dass der Block jetzt kommen müsste, sonst kriegst du eins auf die Fresse und merkst, scheiße, der Prinz reagiert nicht. Ja, in solchen Fällen hätte ich dem Prinz schon ein-, zweimal so einen richtig tiefen Abgrund runterstoßen können. Obwohl wir im Normalfall die besten Freunde sind. Aufgrund unserer Ähnlichkeit auch. Mit der Ausnahme, dass er ein bisschen besser kämpfen kann als ich. Ich bin heute ein bisschen zu schnell unterwegs. Auf der anderen Seite denke ich mir dann, wir haben absolut keinen Stress.
aber absolut keinen Stress, weil wir so viele Lebenspunkte haben. Was zur Hölle? Hin und wieder allerdings muss man auch zugestehen, dass der Prinz dann einfach, ja, er reagiert dann einfach nicht, wenn er springen soll. Wir gehen ins Menü zurück und drücken Steuerung L, um zu laden. Dann habt ihr das auch mal gesehen. Oh, langsam verabscheue ich den Prinzen wieder. Man merkt hier bei dem Spiel, dass es sehr viel auf Millimeterarbeit ankommt. Deswegen, wenn man das Spiel auswendig kann, dann ist das ein Riesenvorteil. So wie jetzt zum Beispiel. Also wenn ich immer dieselben Bewegungsabläufe habe, dann ist es sehr einfach, das Spiel zu spielen. Dann weiß ich sozusagen fast schon im Schlaf, welche Tasten ich drücken muss. Das ist recht cool. Also deswegen kann man, wenn man jetzt zum Beispiel eine Hardcore-Challenge anstrebt, kann man sich auch einfach da reinstürzen und sich die Bewegungen merken. Man muss halt sich wirklich auf sein Gefühl verlassen können, wie weit kann ich den Prinzen hier laufen lassen, wann muss ich einen Sprung ansetzen, wann muss ich schleichen, wann muss ich bremsen, so wie hier. Und dann habe ich eine perfekte Ausgangsposition auch für den Kampf. So, den guten Mann stoßen wir wieder in die Stacheln, wollte ich sagen. Ja, genau, du wehrst dich aber jetzt. Depp. Das Prozedere kennen wir schon. Ich werde euch mit der Tatsache... Das gibt's doch nicht. Scheiß Prinz, Alter. Scheiß Prinz. Jetzt nervst du mich aber. Jetzt nervst du mich wirklich. Jetzt verfehlt er die Platte auch noch. Gut, ich musste meiner Wut ein bisschen Ausdruck verleihen. Wenn es weiter nichts ist, Leute. So. Diese hauchdünne Aktion, dass wir der Sense entkommen sind, das war jetzt für meinen Seelenheil wichtig. Das musste ich jetzt machen, um zu sehen, habe ich es noch drauf? Die Frage ist eigentlich total bescheuert, weil ich habe es einfach nicht drauf. Seht ihr, das war perfekt. Ich musste einmal blocken und habe ihn gleich zweimal getroffen. Diesmal habe ich es genau perfekt erwischt. Obwohl ich glaube kaum, dass wir da jetzt Zeit rausgeholt haben. Ja, wegen den paar Zehntelsekunden, die wir da jetzt vielleicht schneller waren. So, du Blödmann, du. Ich finde dich gar nicht cool. So, siehst du, so einfach geht's. Du musst nur sterben. Das finde ich, das ist dem Prinzen immer ganz besonders wichtig. Mann, jetzt bin ich total verkackt. Jetzt. Oh, scheiße, da muss ich ja springen. Mann. Wie die Stacheln hier einfach aufgehen, obwohl ich überhaupt nicht in der Nähe bin. Das ist eine Frechheit. Stimmt, ich muss ja da hüpfen. So muss es sein. Und da kann ich hier abspringen, dann kann ich mich hier schön festhalten. So, wir laufen hier ran und hier, ihr seht, auf der anderen Seite geht die Tür auf. Das heißt, es war wichtig, dass wir diese Bodenplatte zum Einsturz bringen. Ich finde es fast ein bisschen seltsam, wenn ich euch jetzt sage, jetzt gehen wir dahin, um diese Bodenplatte zu drücken, um diese Tür zu öffnen und so weiter, denn, naja, ihr merkt's einfach. Ich meine, ihr könnt mir aber gerne schreiben, ob es vielleicht besser gewesen wäre, vielleicht in Zukunft, im Hinblick auf die Zukunft, für weitere Let's Plays, ob ich dann einfach so tun sollte, als hätte ich keine Ahnung von dem Spiel und deswegen einfach jede Möglichkeit, beziehungsweise jeden Gang gehen soll, der möglich ist. Oder ob es einfach passt, wenn ich sage, ich weiß, wo es lang geht. Ach du Scheiße. Das war ein bisschen eng gerade. Oder soll ich einfach sagen, ich weiß, wo es lang geht? Ich finde, das ist gerade ein bisschen sinnvoller. Aber mein Gott. Das könnt ihr mir gerne schreiben. Also es würde mich freuen, da auch ein bisschen Feedback zu bekommen. So, dieses Mal gehen wir hier entlang. Ups, ja, der Prinz sollte auch ein bisschen Ahnung davon haben, was er macht. Ganz cool. Na, scheiße. Dover Prinz. Ja, das hat er nicht ganz drauf manchmal.
aber es macht nichts. So, was ist das da drüben eigentlich genau? Das würden wir jetzt ganz gerne wissen. Ein weiterer grüner Trank. Ach du Kacke. Ja, leck, ja, leck. Okay, der Scheiß ist, die Steuerung hat sich nicht umgedreht, nur das Bild hat sich umgedreht. Das ist ganz nett. Auf jeden Fall haben wir einen weiteren Lebenstrank gefunden und ich muss hier gerade kopfüber spielen, was das Ganze ein bisschen erschwert. Ja. Okay, ich versuche das so gut wie möglich zu lösen. Es ist total verwirrend, das kann ich euch sagen. Aber es scheint, als hätten wir hier eine weitere Möglichkeit eines grünen Trankes. Wir hoffen, dass er die Wirkung wieder umkehrt. Andernfalls hätten wir ein wirklich, wirklich großes Problem. Nein, wir haben Glück gehabt. Der Trank ist tatsächlich der Umkehrtrank. Er dreht also das Bild wieder um. Es ist ein bisschen komisch, dass er wie der Schwebetrank auch grün ist. Aber vielleicht ist das auch eine ziemlich fiese Falle, um uns glauben zu machen, es wäre ein Schwebetrank und wir bräuchten ihn. Kann ja sein. Nun, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was passiert, wenn man den Trank nicht nimmt. Ob das Bild sich dann auch über die Folgelevels verkehrt rum präsentiert. Ich glaube nicht, aber es könnte sein. Es wäre ziemlich doof. Ich habe übrigens vollkommen vergessen zu kommentieren, aber ich habe einfach eine Menge zu sagen im Moment, dass wir ja, indem wir in Level 6, das war wieder ein bisschen eng, indem wir in Level 6 aus dem Level sozusagen rausgefallen sind, sind wir zurück in den Keller gefallen. Das ist für mich schon so Standard, dass mir das gar nicht mehr auffällt. Huch. Und deswegen sind wir jetzt seit 3 Levels, wohlgemerkt, wieder hier zurück im Keller. Und müssen uns wieder nach oben kämpfen. Was ihr vielleicht auch bemerkt habt mittlerweile, ich merke gerade, dass ich so viel nicht kommentiere, weil für mich das alles normal ist mittlerweile. Ich habe da echt ein Problem. Ich sehe das schon gar nicht mehr. Für mich ist es schon so standardmäßig. Also jedenfalls ist es so, dass die Lebensenergieanzeige, wie ihr unten im Eck sehen könnt, nicht meine, sondern die des Gegners, nämlich auf der anderen Seite im Eck, dass die auch durch Dreiecke in der entsprechenden Farbe dargestellt wird, wie er nun mal aussieht. Am Anfang waren das immer nur 3 Dreiecke, mittlerweile ist das ein bisschen mehr geworden. Wir lassen uns hier runter und betreten den Ausgang. Oder verlassen das Level vielmehr. Die Hälfte der Zeit ist mittlerweile rum. Also die Gegner werden auch langsam, aber sicher stärker. Die haben jetzt hier schon 4 bis 5 Leben. Im Vergleich zum Anfang, da war es eigentlich standardmäßig so, dass sie 3 Leben hatten. Bis auf das Skelett, das ich vergessen habe, euch zu zeigen. Das hatte in der Tat gar keine Lebensanzeige, weil es ja unsterblich ist, es sei denn, wir schmeißen es irgendwo runter. Level 10. Herzlich willkommen zurück im Palasttempel. Der scheint sich auch ein bisschen zu wehren. Na? Na komm, du bist übrigens ganz hässlich gekleidet, wenn ich das mal so sagen darf. Ich in meinem schlichten Weiß finde mich sexier. Ich wollte nicht sagen, ich finde den Prinzen sexier. Das wäre in der Tat ein bisschen seltsam rübergekommen. Ja, wir sind natürlich ein bisschen zu weit gelaufen mit dem Prinzen. Er hat offensichtlich gehört, was ich gesagt habe und konnte sich vor lauter Enthusiasmus nicht bremsen. Hier sollte man nicht zu schnell unterwegs sein. Ihr werdet lachen, ich bin da schon mal runtergefallen. Ja, der grüne Wächtermann glaubt, wir werden gegen ihn kämpfen. Aber das sparen wir uns, denn dieser Weg führt uns in eine Sackgasse. Ja, das Spiel ist voller Fallen und Bösartigkeiten. Ich weiß es gar nicht, wie viele Lebenspunkte haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ja, ich wollte nur kurz gucken, ob wir ihn nicht einen vergessen haben. Einen von den großen Tränken. Aber nein, es scheint nicht so. Und wir stürzen hier bergab und fliehen einfach mal vor dem Wächter. Warum sollen wir gegen die Leute kämpfen? Friede ist viel besser als kein Friede. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Diesmal können wir aber in die andere Richtung gehen und begegnen einem Gegner mit bereits 6 Lebenspunkten. Also die werden echt immer härter. Na, glaubst du, wenn du hier blöd rumstehst, dann kannst du mich nicht treffen oder was? Das scheint aber doch so zu sein. Nein, Moment, kann ich dich nicht treffen, wollte ich sagen. Ich bin verwirrt. Der blöde gelbe Typ. Er steht mit dem Rücken zur Tür, das ist sehr schlecht für ihn. Da kann man im Normalfall nicht mehr aus, mir ist das auch schon passiert. Ah, da fällt was runter. Aber ich habe das Problem damals gelöst.
Ich habe also trotz mit dem Rücken zur Tür überlebt. Hier öffnen wir die Tür. Und springen hier elegant nach unten. So. Der ist ganz, ganz besonders gemein. Ich traue mich nicht, einen Schritt zu gehen. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut unter Kontrolle gebracht. Wächter? Ja, er ist noch da. Er kann noch schlagen. Oh nein! Hatte der schon 7 Leben oder habe ich ihn einfach einmal weniger getroffen, als ich dachte? Ich glaube, ich habe ihn einmal weniger getroffen, als ich dachte. Wir verlassen bereits Level 10, also wir sind schon richtig weit gekommen. Ich werde das Ganze als ein Video hochladen, es wird ein bisschen länger dauern, aber ich finde es Blödsinn, jetzt zu schneiden. Oh nein, da drüben ist ein Trank, aber da kommen wir nicht hin. Das heißt, wir müssen einen anderen Weg finden. Entschlossen, wie wir sind als Prinz von Persien oder als Streuner von Persien, werden wir natürlich auch diesen Lebenstrank uns gönnen. Dazu müssen wir eigentlich die Abkürzung finden. Oder die Abkürzung, den Weg. So. Hier ist sie schon. Das ist die Abkürzung. Es ist der Weg. Es ist keine Abkürzung. Es ist der Geheimpfad. Wir müssen aber hier aufpassen, denn die Dinger brechen hier allesamt runter. Aber wir haben uns ein weiteres Leben gegönnt. Ganz nah stellen wir uns da hin und der Prinz rutscht trotzdem ab. Wir müssen uns also geistesgegenwärtig festhalten, um den Prinz vor einem weiteren Sturz in den Tod zu bewahren. Er ist für meine Begriffe schon ziemlich häufig gestorben in diesem Spiel. Moment, wir müssen nicht gegen den blauen Mann kämpfen. Wir können auch einfach Dummheiten machen, indem wir in die Luft hüpfen. Nein, wir können hier die andere Richtung wählen. Wir müssen aber genauso aufpassen, denn die Dinger fallen auch fast alle nach unten. Aber wir haben ihn ausgelassen. Die Platten, die hier übrigens runtergefallen sind, diese 4 Stück, die haben sich auf Türe-Verschließbodenplatten gelegt, sodass diese Türe nicht mehr zufallen kann. Sie kann nur noch von selbst zugehen, wie ihr gerade gesehen habt. Oh, die auch. Hoppla, da müssen wir uns ducken. Schön, dass wir auch das mal einbauen können. Damit wir hier noch rechtzeitig unten durchkommen. So, hier stellen wir uns ganz nah dran und wenn wir noch einen Schritt versuchen zu gehen, dann warnt uns der Prinz, indem er ihn nicht geht, denn hier könnten die Bodenplatten nach unten fallen. Hier müssen wir da etwas schneller sein, sonst landen wir prompt mit der Bodenplatte zusammen in den Stacheln. Das wäre nicht so gut. Wir hätten es lieber, wenn der blaue Wächter, so wie hier, in den Stacheln landet. Hurra! Oh nein! Ah, da haben wir eins auf die Nuss gekriegt. Das war nicht so besonders geil. Ich suche da noch immer nach der optimalen Lösung, um da nicht abzustürzen. Na, du wirst auch nicht mehr lange am Leben sein, blauer Mann. Dein helles Babyblau wird dich auch nicht vor dem Tod beschützen. Ich frage mich, was die Farben... Wahrscheinlich haben die Farben überhaupt gar keine Bedeutung. Oh. Vielleicht haben die auch alle zusammen eine Mitgliedschaft bei einem homosexuellen Verein, aber nur alle zusammen. Also ein Einzelner repräsentiert eine Farbe des Regenbogens. Vielleicht ist das sowas. Das wäre doch ganz cool. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass im antiken Persien man schon so weit war. Naja, wobei, es könnte durchaus sein. Im antiken Griechenland war man auf jeden Fall so weit. Da war das übrigens ganz normal. Ja, du freust dich, Prinz. Das ist schön. Du freust dich, dass du hier in den Ausgang gehen darfst. Im antiken Griechenland, ich werde das fortsetzen, wenn die Videosequenz, die jetzt gleich kommen wird, zu Ende ist. Die Prinzessin wartet. Okay, die Videosequenz war nicht besonders. Das hätte ich mir auch sparen können. Level 12, wir haben noch ein bisschen Zeit. 24 Minuten, deutlich kürzer habe ich Zeit, als ich sonst Zeit habe. Ich bin normalerweise so um die 12 Minuten schneller. ja, ist wirklich so. Aber das macht ja nichts. Es geht ja nicht darum, schnell zu sein. Das mache ich dann in der Hardcore-Challenge. Ich wollte noch von irgendeinem Thema sprechen. Ach ja, die alten Griechen, die antiken Griechen. Die waren tatsächlich relativ weit, wenn man das so sagen möchte. Für die war Homosexualität ganz normal. Bei denen war es sogar so, dass wenn
Jugendliche, oh, hoppla, Vorsicht, jugendliche Männer alt genug waren, dann wurden sie von älteren Männern, das ist allerdings jetzt auch wieder ein bisschen seltsam, die wurden sozusagen in die Sexualität eingeführt. Das heißt, da war das ganz normal. Gut, das ist wieder ein bisschen seltsam. Oh Gott, ich wusste, dass ich hier rechtzeitig springen muss, aber das war dann doch ein bisschen sehr knapp. So, hier springe ich einfach mal todesmutig. Also die antiken Griechen waren schon ein bisschen seltsam, was das angeht. Aber Homosexualität war für sie ganz normal. Das hat sich dann erst mit der Vorherrschaft des Christentums in Europa wieder ein bisschen gelegt. Allerdings in Ostasien ist das ja immer noch ganz was anderes. Nun, nicht in Ostasien, ich wollte eigentlich sagen Vorderasien. Level 12 bezeichne ich auch gern mal als den Turm, denn es gibt hier einfach eine Menge Sachen, die so aussehen wie der Turm. Es ist nämlich ein in erster Linie vertikal orientierter Level. Dann können wir mal kurz hüpfen. Ah ja, dachte ich es mir doch. Oh Gott, der Schatten! Oh nein! Tja. Wir haben uns mit dem Schatten versöhnt! Oh mein Gott, wir haben uns mit dem Schatten versöhnt! Ja. Ich musste hier wieder ein bisschen schnell reagieren, es war ein bisschen panisch, muss ich zugeben. Aber der Schatten hätte genau immer dasselbe getan wie wir. Nein, das stimmt nicht. Er hätte, wenn wir Schaden bekommen hätten, dann wäre es dem Schatten egal. Wenn der Schatten Schaden bekommen hätte, hätten wir Schaden bekommen. Und wenn wir gestorben wären, wenn der Schatten gestorben wäre, wären auch wir gestorben. Also es wäre nicht sehr sinnvoll, gegen den Schatten zu kämpfen. Jetzt haben wir uns mit dem Schatten vereinigt. Und das können wir machen, indem wir das Schwert wegstecken und... Oha! Ja, hier ist ein blinder Weg und den sollte man tunlichst erst dann gehen, wenn man sich vollständig mit dem Schatten vereinigt hat. Wenn der Prinz nämlich noch blinkt, dann ist dieser unsichtbare Weg einfach weiterhin unsichtbar und man stürzt in unendliche Tiefen. Und ich meine wirklich unendliche Tiefen, denn der Boden wird nicht gezeigt. Er existiert, glaube ich, gar nicht. Nur als kleine Warnung für euch da draußen. Also, liebe Kinder, erst mit dem Schatten versöhnen und dann könnt ihr erst diesen Weg gehen. Warum halte ich hier? Ganz bestimmter Grund. Ich kann hier das Spiel speichern. Das ist ein Teilabschnitt von Level 12. Hier fallen erstmal munter die Bodenplatten nach unten. In Level 3 gibt es das auch schon. Nach dieser besonderen Tür, wo ich erwähnt hatte, das ist meine Hassstelle, da könnte man den Level auch speichern. Und Level 12 ist der zweite zweigeteilte Level. Übrigens, Level 12, wir sind wieder im Keller gelandet. Warum eigentlich? Ehrlich gesagt, wir wissen es nicht genau. Jesus, Maria und Josef. Das ist der böse Jafar, der Großvezier. Dem wir jetzt schon gegenüberstehen. Es ist gerade mal Level 12 und wir haben noch 20 Minuten und ich wollte noch was von den antiken Griechen erzählen. Naja, bei den antiken Griechen waren ja Orgien ganz normal. Und vielleicht mache ich mal eine Folge dazu oder ich erzähle irgendwann mal in der Folge, wie die Orgien der alten Griechen die Erfindung des Theaters bedingt haben. Das ist ganz interessant. Und das ist kein Schmarrn, wie ihr ihn aus den Arena-Special-Folgen meines Overlord-Let's Plays kennt. So, Jafar ist ganz besonders gefährlich, wie ihr gesehen habt. Es könnte sein, dass ich ein paar Anläufe brauche, ihn zu besiegen. Denn ich bin es nicht mehr gewohnt, gegen ihn zu kämpfen. Wir sind tot. Deswegen nämlich. Ihr habt gesehen, wir waren schon tot. Wir waren schon tot, bevor wir nach unten gefallen sind. Und wir lassen die Platten einfach hier sinken. Wir waren deswegen schon tot, denn wenn wir ohne Waffe getroffen werden, dann sterben wir instant. Ich bin aber auch ein bisschen doof, denn ich hätte erklären können, dass wir ein zusätzliches Leben bekommen haben, dadurch, dass wir uns mit dem Schatten vereinigt haben. Das ist das Leben, das er uns genommen hat in Level 5, bei dem Trank, den er getrunken hat und wir nicht. Und ich hätte sagen können, dass ich im Normalfall, dass wir dann normalerweise also 4 Lebenspunkte hätten, wenn wir nie einen Zusatztrank getrunken hätten. Hm? Jaffi, Jaffi, Jaffi. Was ist los mit dir? Aber wir treffen ihn gut, finde ich. Und er ist tot. Und der Prinz ist glücklich, das ist ja wunderbar. Leute,
Wir haben Jafar besiegt! Wir haben Jafar besiegt! Oh ja, hurra! Jafar ist tot, Jafar ist tot, Jafar ist tot. Wir sind der Held, wir sind der Held. Wir dürfen jetzt nur nicht in diese ziemlich große, weite, tiefe Schlucht stürzen. Sonst hat das ganze Besiegen des Jafars keine Auswirkung mehr und wir sind einfach tot. Aber wir wollen uns ja mit der Prinzessin vereinigen. Interessanterweise, ich hatte mal so einen No-Death-Run. Dann hatte ich Jafar besiegt und dann bin ich hier runtergefallen. Weil ich ein bisschen zu übermütig von dem anderen Screen in diesen Screen gesprungen bin. Das war nicht besonders cool, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wir landen wieder in den Gemächern der Prinzessin, die ja wohl in Abwesenheit des Sultans trotzdem in ihrem Gebäude, in ihrem Zimmer sein wird und auf uns warten wird. Dieses Ding haben wir in Level 6 in einfacher Ausführung gesehen. Ich weiß nicht, ob es ein Fenster ist oder was auch immer. Aber hey, kann hier vielleicht offen bleiben, bitteschön? Danke. Jetzt sind es zwei. Das könnte ein Hinweis auf den Prinzen und die Prinzessin sein. Ich fände das sehr romantisch. Verdammte Tür. Lass mich doch einfach in Ruhe. Und wir sind bei der Prinzessin angelangt. Und auch die Maus ist da. Das finde ich wunderbar. The tyrant Jafar lies dead, his power shattered. Throughout the land, the people of Persia hail their princess and the brave youth who saved her from the forces of darkness. No longer a stranger, he shall from his day forth be known as Prince of Persia. Ich musste so schnell lesen, weil ich weiß, dass diese Schrift so schnell verschwindet. Ich wollte noch kurz eine Kleinigkeit sagen. Es wundert mich ein bisschen, warum die Prinzessin an ihrer Tür einen automatischen Verschluss hat. Das finde ich ein bisschen seltsam. Vor allen Dingen in der damaligen Zeit. Bei heutigen Teenagern könnte ich mir das vorstellen, damals, naja. Ihr seht, ich habe es noch nicht so oft gespielt auf diesem PC allerdings. Normalerweise, auf dem anderen spiele ich das immer. Und ihr könnt hier auch sehen, die Anfangsbuchstaben meines Namens oder meines zweiten Namens oder meines dritten Namens oder meines Nachnamens oder eines Pseudonyms. Ihr wisst es nicht genau. Auf jeden Fall haben wir es geschafft. Es waren noch 19 Minuten und 48 Sekunden übrig. Das ist jetzt gar nicht mal so toll. Ihr seht, auf Platz 1 bin ich mit 31,19. Das heißt, ich habe das Spiel schon unter einer halben Stunde geschafft. Es hat mich auf jeden Fall herzlich gefreut, dass ihr zugesehen habt. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mir ein Feedback zu diesem kurzen Let's Play gebt, was ich vielleicht bei zukünftigen so kurzen Spielen verbessern könnte bei meinem Kommentarstil. Vielleicht hätte ich mehr auf das Spiel eingehen sollen, mehr auf die Hintergrundgeschichte des Spiels. Ich könnte vielleicht hinten raus nochmal ganz kurz etwas erwähnen. Und zwar der Grund, warum ich mir dieses Spiel ausgesucht habe. Es war eines der ersten Spiele, das ich kannte. Also dazu muss ich sagen, mein Vater, der hatte bereits 1985 zu Hause einen Computer, berufsbedingt. Und als ich geboren wurde, war der Computer bereits da. Es war so, dass ich mit 2 Jahren schon mit riesengroßen Augen auf diesen Bildschirm gestarrt habe. Und total begeistert war. Und am Wochenende, als mein Vater dann zu Hause war immer, war es so, dass ich ihn immer gebeten habe, können wir nicht irgendwas spielen? Und dann war immer irgendwie so an einem Tag eine Stunde, durfte ich dann dazu gucken, wie er spielt. Mit 2 oder 3 Jahren habe ich zum ersten Mal einen Tastendruck bei einem Spiel gemacht. Und eines der ersten Spiele war Prince of Persia. Ich habe es lange Zeit nicht gespielt, bis ich 10 war. Mit 3 Jahren war ich totaler Fan dieses Spiels und habe meinen Vater immer gebeten, es zu spielen. Ich habe immer gesagt, du musst das spielen. Ich habe gesagt, du musst das Spiel spielen, bitte Prince of Persia, Prince of Persia, Prince of Persia, du musst es spielen. Und ich saß daneben und ich hatte so panische Angst, weil man eben gesehen hat, dass der Prinz auch verletzt wird und stirbt. Es ist nun mal so, dass das Spiel für 1990 eigentlich echt coole Animationen hat. Und auch von der Bewegung her finde ich es echt gut für 1990 und flüssig vor allen Dingen und realistisch, also für die Darstellung finde ich es schon realistisch und deswegen hatte ich auch ein bisschen Angst immer davor, weil ich gesehen habe, wenn der Prinz von so einer Sense zerquetscht wird oder von den Stacheln durchbohrt wird oder irgendwo runterfällt oder mit dem Schwert erschlagen, dann ist das richtig grausam. Das war für einen Dreijährigen der damaligen Zeit, der frühen 90er, war das grausam. Und deswegen habe ich mich, bis ich 10 war, nicht getraut, dieses Spiel zu spielen. Es war aber eins meiner Lieblingsspiele schon in der Kindheit und deswegen habe ich mich entschieden, es zu spielen.
Ja, meine lieben Freunde, das ist die Geschichte zu Prince of Persia. Und wir sehen hier noch eine kleine Demo-Version, die hätte ich vielleicht am Anfang euch zeigen können. Ich wusste aber gar nicht, dass es eine Demo-Version gibt, aber diesen Level kenne ich nicht. Das scheint ein eigens produzierter Level zu sein. Ich glaube, es gibt sogar ein Kit, mit dem man seine eigenen Levels herstellen kann. Da müsst ihr mal im Internet gucken. Vielleicht gucke ich auch mal und finde da ein bisschen was. Dann könnte sein, dass hier zu Prince of Persia noch das eine oder andere Video kommen könnte. Jetzt verabschiede ich euch aber endgültig aus diesem Spiel, aus diesem Let's Play. Es war ein relativ kurzes Ding, aber das war mir klar. In Zukunft wird noch die eine oder andere Hardcore-Challenge kommen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und schreibt mir auch gerne Vorschläge, wo ihr sagt, ach, das wäre doch mal ein Spiel, das du spielen könntest. Ich bin, wie gesagt, riesen Fan von Kommentaren, weil ich die Interaktion einfach mag, sofern sie konstruktiv ist. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.